Heute geht es in den Ring, wenn ich das richtig gelesen habe. Ringkampfabenteuer. Na, das wird ja witzig. Echt schon geladen. Ein Ringabenteuer. Hier, ringfrei ist das Abenteuer. Na, da bin ich mal gespannt. Fallakte Nummer 5. Die vorletzte von den Hauptfällen. Und die Bonus-Episode spielen wir dann hier auch noch. Ringfrei. Fallzusammenfassung. Dudi wollte, dass ich ihn bei der Wrestling-Veranstaltung in der Stadt der EWWW treffe. Okay, das kann ja schwierig werden. Okay, auf geht's. Pineapple Heimcomputersystem. Sehr schön. Ringfrei. Ding, ding, ding. Tunic Stadium. EWWW. Hier wollte du die nicht treffen. Ich frage mich, was er mir zeigen will. Ich gehe ihn besser suchen. Tickets. Fanartikelverkäuferin. Ein Poster. Ein Jung-Schild. EWWW. Eine anstehende Veranstaltung. EWWW. Präsentiert Magier im Käfig. Aha, ein Pen Paper. EWWW. Die erstaunliche Welt des wunderbaren Westings. Die Stromkasten. Ticketverkäufer. Sie haben doch schon ein Ticket. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich wollte fragen, ob Sie meinen Freund gesehen haben. Ist normalerweise wie ein Polizist gekleidet. Ich habe niemanden gesehen, der wie ein Polizist gekleidet ist. Haben Sie denn vielleicht jemanden gesehen, der ein Polizist ist? Nein. Warum haben Sie denn die Betonung auf gekleidet gelegt? Das Gespräch wird langsam zu mühsam. Na gut, ich suche einfach selbst nach meinem Freund. Hier gibt es alles Mögliche, von T-Shirts bis zu noch mehr T-Shirts. Ist gar nicht so einfach, das Sortiment an Fanartikeln und so weiter. Viele Händler mit Mindestbestellmenge. Und ich würde ungern auf 500 Neopren-Bierhältern mit EWW-Aufdruck sitzen bleiben. Wer will schon EWW auf seinem Getränk stehen haben? Tja. Aber es gibt auch Handtücher. Ein benutztes Handtuch, gefällig, garantiert mit echtem Wrestler-Schweiß getränkt. Geht, nein, wer würde so etwas haben wollen? Hey, damit mache ich den meisten Umsatz. Aha. Wollen Sie eine 3D-Brille? Damit haben Sie das Gefühl, dass der Kampf direkt vor Ihnen, Ihren Augen stattfindet. Und der Kampf findet doch hier statt. Sie sind umsonst, Mann. Also wollen Sie eine oder nicht? 3D-Brille. Aha. Wollen Sie Fanartikel kaufen? Na? Nein, danke. Ich habe mein letztes Geld ausgegeben, um hier reinzukommen. Oh, in 3 bis 5 Rätseln werden Sie es bereuen. Ah, verdammt. Gut, rein hier. Neonschild. Hier gibt es Cocktails. Damit ködern einen die Lügner und dann wollen sie einen Fanartikel für den ständig besoffenen sexistischen Wrestler Manhattan verkaufen. Die Prügelbar, keine Prügeleien bitte. Oha. Fotos der Wrestler. Eines davon ist ein bisschen locker. Okay, wir haben ein Foto geklaut. Will sie mir nicht genau ansehen, sonst fällt noch ein weiteres von der Wand. Okay, Jukebox. Geschmeidig.
Danke, ich versuche mich so geschmeidig seidig zu bewegen wie geschmeidige Seide. Ha. Und man kann wunderbar zu jammen. Oh, du schöne Frau, ganz allein an der Bar. Absichtlich allein an der Bar, wohlgemerkt. Oh, du schöne Frau, absichtlich allein an der Bar, bis ein Mann wie ich dich erlöst. Nein, ganz Psst, Baby. Ralfi singt gerade ein Lied für dich. Ah ja, gar nicht aufdringlicher Mann an der Bar. Ein Münztelefon. Funktioniert nicht, das steht hier nur für den Fall, dass Kämpfe sich auf die Lounge ausweiten und die Wrestler sich irgendwas über den Schädel ziehen müssen. Aha. Darauf ist der Ring mit noch geringerer Auflösung zu ziehen. Ja. Was sind das für Flaschen im oberen Regal? Wir nennen es oberes Ringseil, nicht oberes Regal. Hier dreht sich alles um Wrestling. Ich verstehe, was sind das für Flaschen auf dem oberen Ringseil? Keine Ahnung. Meine Nackenmuskeln sind zu dick. Ich kann mich nicht umdrehen. Aha. Ahoi, Barkeeper. Das ist ein Sportbar, keine Seemannskneipe. Tut mir leid, ist mir so rausgerutscht. Ich weiß auch nicht warum. Weil du klein und schmächtig bist, sieh dir meinen mächtigen Bart an. Da rutscht nichts vorbei. Hier gibt's Proteinshakes. Frisch gezapft. Mit rotem, blauem und lila Geschmack. Lassen Sie mich raten, Erdbeere, Heidelbeere und Weintraube. Rot, blau und lila, wie ich bereits sagte. Ah ja. Ach so, da kann man ja. Okay. Was ist denn mit diesem Fanschildern von dem Wrestler mit der Polizeimütze, der mir verdächtig bekannt vorkommt? Nie wieder Krieg? Als ich das Schild gemacht habe, wusste ich nicht, was das hier für eine Veranstaltung ist. Okay. Ich bin hier, um mein Lieblingswrestler anzufeuern. Ricky Redhead. Er hat so viele Leute geohrfeigt, dass seine Hand geschwollen und ganz rot geworden ist. Da hatte er eine furchtbare Infektion und musste sie amputieren lassen. Ein absoluter Held. Aha. Ist das da im Ring Dudi? Ja. So ziemlich. Kommentator. Geh aus dem Weg, du Trottel. Ich kann nicht durch dich hindurchsehen. Was will dieser Trottel? Läuft hier rum und denkt, er wäre aus Glas. Dudi, bist du das? El Dulino scheint seinen Gegner am Rande der Niederlage zu haben. El Dulio? Gib auf, Amigo, dann lässt El Dulio milder walten. Nein, ich werde nicht der Overgiver. Okay. Nein, ich werde nicht wieder verlieren. Nicht heute. Heute ist mein Tag. Bam. Was? Was geschieht hier? Ein wilder Verbündeter ist erschienen. Die Ringrichterin sieht sich die Sache an. Zwei gegen einen, das ist nicht fair. Der Kampf wird verschoben, bis El Dulino einen Partner hat. Haha, hol dir ruhig einen Partner. El Dulino, gegen meinen Freund aus dem 9. Kreis der Hölle hast du sowieso keine Chance. Ein gutturales Knurren. Hahaha. Wir sehen uns später beim Kampf, El Dufino. Was war das? Dudi, was hast du uns diesmal schon wieder eingebracht? Kennen wir uns, Senior? Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Dieser Typ hat offenbar einen Dämon beschworen. Und unsere Arbeit ist es, Dämonen zu bezwingen. Ja,
Eldio hat auch vor, diesen Dämon zu bezwingen. Vielleicht sollten wir uns zusammentun und den Unhold aus dem Ring befördern. Na gut, bleib in deiner Rolle. Vielleicht finden wir in der Garderobe mehr über den Beschwörer heraus. Komm schon. Ja, die Garderobe. Folge mir. Nein, du folgst mir. Folge mir, ich bestehe darauf. Ich habe hier das Sagen, also folgst du mir, also los. Ja, gehen wir. Ich gehe voraus und du folgst mir. Du kannst gerne mitkommen. Wir haben keine Zeit dafür. Gehen wir einfach gleichzeitig los. 3, 2, 1. Ich hätte nichts von schlecht verbreiteten dämonischen Auftritten. In letzter Minute. Jemand könnte sich verletzen. Tja, Dämonen halt. Man kennt sie. Es ist eine riesige Anzeigetafel. Gibt es eigentlich auch kleine Anzeigetafeln? Sporthosen, Sporthosen, Sporthosen. Sie scheinen einfach nur den Text auf dem Bildschirm zu brüllen. Ah. Sind Sie ein Manager? Wessen Eldonius? Eldonio hat keinen Manager. Er sagt, er wäre frei wie ein Vogel. Also managen Sie seinen Gegner? Nö. Wenn managen Sie dann? Warum sind Sie hier? Ich feuere nur gern Leute an, die es nötig haben. Ich sage Dinge, wie ihr sie schaffen, das Detective. Und dann kriege ich mich gleich viel selbstbewusster. Das hat mich nicht motiviert. Gern geschehen. Dann mal ran an den Specktiger. Na dann. Auf in Richtung Garderobe. Barbrustiger. Das ist eine beeindruckende Frisur. Ah, das ist leider nur eine Perücke. Aber sieh dir mal die Frisuren der Westler an. Die sind beeindruckend. Die haben bestimmt eine Armee von Friseuren in der Garderobe, damit ihre Haare immer richtig sitzen. Ah, ich kann nicht mehr lesen. Junger Fan, was trinkst du da? Gloop, TM. Nur echt mit 132% Zucker. Pfui. Ah, Wester. Ah, meine Ohren. Oh, Entschuldigung. Wenn ich erwachsen bin, will ich auch so sein wie diese Leute. Wenn du erwachsen bist, naja, für Träume und Ziele ist man wohl nie zu alt. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen. Super, danke. Super, danke. Ups, ich meine, danke. Toilette, Mülleimer, Chippy, Garderobe. Ein schmutziger, aber zweckdienlicher Spiegel. Warum starrst du so konzentriert in das Waschbecken? Hinweise vielleicht? Verstehe, irgendwas gefunden? Nein. Trotzdem starrst du immer noch hinein. Es ist ein sehr hübsches Waschbecken. Ja, das stimmt. Geradezu hypnotisch. Besser jetzt. Besser jetzt. Besetzt. Okay, Mülleimer. Der Mülleimer ist voller unglaublich realistischer Zeichnungen von Wrestlern. Ich war auf der Kunsthochschule, eine der Jahrgangsbesten, hatte auch Ausstellungen und alles. Aber als Künstler verdiente man nichts. Da kriegte man nicht mal einen Bausparvertrag, schweige denn die Kohle dafür. Also unterstütze ich mit Body Slams und Clotheslines meine wahre Leidenschaft, Kultur. Hallo, alles in Ordnung? Du siehst deprimiert aus. Natürlich bin ich deprimiert. Wenn die mich hier Wache schieben lassen. Ich bin als Wrestlerin gekommen, nicht als Türsteherin. Aber alle haben zu viel Angst vor mir. Wie soll ich Fans gewinnen, wenn ich nicht in den Ring steigen darf? Aha. Trenchcoat-Fuzzis haben in der Garderobe nichts zu suchen. Ich glaube, ich brauche eine Verkleidung, wenn ich da rein will. Aha. Wo kriegen wir jetzt eine Verkleidung her? Eine Trennung sind ein Mann, wäre ein guter Ringname. Okay.
Aus Green Bay, der Welthauptstadt des Toilettenpapiers, Rowdy Roger Paper. Rowdy Roger Paper. Und sein Gegner mit einem Linienstärke von 0,7, der Penultimate Warrior. Ja. Wir werden bereuen, kein Final Fantasy gekauft zu haben. Das wäre ja. Gibt's alles Mögliche von T-Shirts bis hin zu noch mehr T-Shirts. Jetzt können wir keins mehr kaufen. Es ist. Sie sagt, er wäre es bereuen. Sandy? Detective, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Ich bin auch überrascht, dich hier zu sehen. Oh, ich verpasse keine Chance, eingeölten Männern und kurzen Hosen beim Kämpfen zuzusehen. Es erklärt die Gerüchte über die Partys, die du veranstaltest und auf die du mich nicht einlädst. Tut mir leid, Detective. Sind nur für ausgewählte Freunde. Aber du hast recht, vielleicht veranstalte ich mal eine normale Party und lade dich ein. Eine normale Party? Oh, der nächste Kampf fängt an. Töte ihn, kratz ihm die Augen, kratz ihm die Haut vom Gesicht, von seinem echten Gesicht. Okay. Da können wir nichts mehr erreichen. Ich habe nicht viel Lounge bezahlt, um dein Gesang anzuhören. Ich will mir einfach nur die Ruhe, den Kampf ansehen. Haha, du bist so lustig. Hey, ich spiele dir ein Lied darüber, wie humorvoll, gut aussehend und toll du bist. Vielleicht kann ich helfen. Ich könnte diese Gitarre für einen Fall gebrauchen, den ich ermittle. Verschwinde, Kumpel. Ich versuche hier romantische Lieder zu spielen. Du unromantischer Vogel. Aha. Das brauchen wir jetzt eigentlich, um den Fall zu erledigen. Es ist ein Regelverstoß. Es wäre ein Schlag unter der Gürtellinie. Was? Hey, das ist hier. Ist das hier, wonach du suchst? Oh, danke, aber ich habe schon genügend Fotos von ihr. Ich will eins mit Unterschrift, aber 10 von 10 Punkten für ihre Mühen. Ich weiß das zu schätzen, zumal wir uns nicht mal kennen. Wir müssen Autogramm holen. Ich kann nicht fassen, dass die Ringrichterin nicht einschreitet. Bin froh, wenn die ganze Veranstaltung hier bald vorbei ist. Mein Kind hat danach noch ein Klavierkonzert. Ja. Ein dicker Stift. Das ist gefährlich. Man könnte darüber stolpern. Sollte ihn nehmen, aus Sicherheitsgründen. Aha. Haben wir schon mal eine Waffe? Ich weiß, was deinen finsteren Blick aufheitern könnte. Mir ein Autogramm zu geben. Wirklich? Das ist aber nett. Normalerweise fragte mich niemand nach Autogrammen, wenn ich nicht oft im Ring stehe. Hier bitte, das hat mir tatsächlich den Tag gerettet. Danke, Jungs. Gegenstand ein Foto mit Autogramm. Fantastisch. Was kriegen wir jetzt dafür? Seine Klamotten oder was? Hey, ist das, wonach du suchst? Oh, ja, ich bin entzückt und erleichtert, denn ehrlich gesagt bin ich kein guter Tänzer. Mein Plan hätte niemals funktioniert. Aber ich hatte schon so viel investiert, dass ich dachte, ich muss das jetzt durchziehen. Jetzt kann ich endlich diesen doofen Fummel ausziehen. Und das Foto auf meinen ganz normalen Schrein stellen. Wolltest du gerade Mörderschrein sagen? Ich muss weg. Outfit. Der Typ, er hat einfach seine ganzen Klamotten hier gelassen. Ja, ist einfach nackt weggerannt. In der Tat.
Splitternacht hinaus in die Nacht. So nackt, wie er auf die Welt gekommen ist. Musst du ihn jetzt nicht festnehmen oder so? Nein, darum kümmert sich die Batzzeit. Es gibt eine Polizeiabteilung, die auf Nacht spezialisiert ist. Das klingt vernünftig. Schließlich gibt es genug Nachte. Okay, können wir die anziehen. Wir haben noch kein Outfit beisammen, aber ich bin mir nicht sicher, was mir noch fehlt. Wie soll El Dorio es ausdrücken, ohne unhöflich zu werden? Du hast eine Polizistenfrisur. Wenn du durch willst, musst du sie irgendwie verbergen. Sonst fliegst du sofort auf. Was wäre ein Gimmick ohne Requisiten? El Dorio hat früher eine Pistole. Inzwischen gilt es sogar beim Bossgang als unangemessen, eine Menge zu feuern. Es trägt denn diese lustige Mütze. Okay, können wir das Mobiltelefon? Das Münztelefon zu einem Mobiltelefon machen. Hey, Barkeeper. Okay. Okay, wo kriegen wir eine Frisur her? Fünf Rätsel mehr, so das Problem. Ein Ticket bitte. Hat Ihr Freund auch ein Ticket? Julio braucht kein Ticket. Julio ist das Ticket. Bestreitet den Hauptkampf. Ein Ticket bitte. Okay. Weiter so. Schlage ihm das Gesicht zu Brei. Okay. Okay, ich brauche eine Verkleidung. Vielleicht müssen wir die Haare irgendwie anders machen. Und die Mik. Ist besetzt. Ja. Auf keinen Fall, die brauche ich, um mich warm zu halten. Hier ist es eiskalt. Aber vielleicht wäre ich bereit für einen Rinderhandel. Ich glaube, du meinst Kuhhandel. Genau. Besorg mir einfach einen Oberteil, dann bekommst du deine Kuh. Komischer Kauz. Eigentlich wollte ich nur egal. Okay, jetzt bereuen wir, dass wir keinen Merchandise gekauft haben. Ein Oberteil. Jetzt alles möglich von T-Shirts bis zu noch mehr T-Shirts. Wäre es dann mit einem T-Shirt? Es macht 99 Cent. Ich habe mein letztes Geld ausgegeben, um hier reinzukommen. Das ist ziemlich kurzsichtig von Ihnen. Treiben Sie lieber etwas Bargeld auf, wenn Sie dieses T-Shirt wollen. Okay, wo kriegen wir Bargeld her? Die Automaten können wir nicht angucken. Wir können die Jukebox mal untersuchen. Ich meine, für dieses Ding brauche ich eine Münze, wenn ich das Lied ändern will. Wo können wir eine Münze finden? Hat jemand eine Münze für mich? Geh aus dem Weg, du Trottel. Kann ich durch dich hin? Okay, das haben wir schon. Meine Ohren. Okay, das haben wir schon. Was trinkst du da? Gloop, nur echt mit 32% Zucker. So.
Zwei müde von der Woche. So, wir brauchen Geld. Tja. Keine Ahnung, wo ich Geld herkriegen könnte. Wenn der Julio schert sich nicht um Tickets. Entweder er ist irgendein Gast oder er bleibt zu Hause. Ich habe das Gefühl, dass wir hier. Warte, vielleicht können wir das T-Shirt mitnehmen, das hat die Handtücher mitnehmen. Ah ja. Vielleicht können wir hier noch irgendwie was. Okay. Ja, ich komme nicht mehr weiter. Dann würde ich mal sagen, nutzt die Zeit, wenn wir gerade nicht weiterkommen. Warum nicht? Um eine kurze Streampause zu machen. Viertelstunde Pause. Wir sind gleich wieder. Dranbleiben. Gleich geht's hier weiter. Ich lasse euch die Musik an. Bis gleich.
Na, wenn das keine gute Pausenmusik war. So, was brauchten wir nochmal? Grills brauchten wir. Das kriegen wir von ihm wahrscheinlich nicht. Wo kriegen wir jetzt Geld her? Können wir uns irgendwo einen Job besorgen und. Okay. Brücke kriegen wir. In das Oberteil bekommen wir kein Geld. Wo kriegen wir Geld her? Tja. Was machen wir? Können wir die Lösungstafel klauen? Ja. Was wollen wir tun? Hat kein Geld, sie auch nicht. Ja. Tja. Sie hilft uns auch nicht weiter. Passiert auch nichts. Wo kriegen wir? Wo kriegen wir Geld? Ja, ich habe keine Idee. Irgendwie Notwehr loswerden und die Gitarre bekommen. Als Tool meinte ich so, als Ringer Geschichte. Ja, guck mal, Jimmy, ein Polizist. Nicht schon wieder. Tanzt für mich, Junge. Nimm toll aus deiner Menge Geld. Haha, das ist's, Junge. Tanzt für mich. Fühl mich so schmutzig. Ein Mann, ein Wort. Hier bitte. Yay. Nur Geld bekommen. Du kannst jetzt aufhören. Ja, richtig. So, ich hätte dann mal gern ein T-Shirt bitte. Hier bitte. Und das ist. Und hier ist das Wechselgeld. Wechselgeld. Okay. Jetzt haben wir T-Shirts. Ich kann mal die Musik ändern. Ein T-Shirt für 99 Cent und einen Song aus der Jukebox für 1 Cent. Es scheinen vollkommen vernünftige und normale Preise zu sein. Zeit für etwas anständig laute Musik. Oh Mann, wer hat diesen Müll aufgelegt? Das saugt die ganze Magie aus meinem Gitarrenspiel.
Dann werde ich den alten Zeiten zu meinen virtuosen Fingern für eine kleine Pause gönnen. Aber keine Sorge, schöne Frau. Dieser grässliche Lärm wird irgendwann vorbei sein. Hoffentlich nicht. Sollte sie mitnehmen, bevor die laute Musik aufhört. Und bevor die Frau diesen Kerl umarmen bringt. Ein Verbrechen, für das sie kaum ein Gericht verurteilen würde. Du, Lee, sag das nicht so laut. Geta, okay. Jetzt haben wir ein Outfit. Ein T-Shirt. So, wir brauchen noch die Perücke. Versprochen ist versprochen. Hier hast du meine Haare. Das ist bestimmt ein Satz, von dem du dachtest, dass du ihn nie wieder sagen würdest. Warum hätte ich das denn denken sollen? Es ist einfach nicht sehr wahrscheinlich, dass man so etwas jemals sagt, oder? Das stimmt, aber wer sitzt schon rum und denkt darüber nach, was er sagen würde und was nicht? Es gibt hunderttausende von Wörtern und Milliarden von Möglichkeiten, sie zu kombinieren. Da hätte man ja keine Zeit mehr für andere Dinge. Wahrscheinlich nicht. Und seltsam ist der Satz versprochen, ist versprochen, hier hast du mein Haar auch wieder nicht. Es wäre viel unwahrscheinlicher, dass ich Marmeladen, Schädel, Rot, Gold, blubbernde Hennen auf Glatteis oder sowas sagen würde. Doch hast du es gesagt. Touché, Detective, touché. Ja. Sollten wir uns mal in der Toilette umziehen. Sollte für ein glaubhaftes Wrestler-Outfit genügen. Ey, du, Leo, stimmt zu. Wrestler-Outfit. Ohne Brille. Okay, probieren wir das mal an. Aha. Er ist Elvis Presley. Honky Tonk Detective. ja. Hallo, alles in Ordnung? Du siehst deprimierend aus. Deprimiert aus. Natürlich bin ich deprimiert, wenn die mich hier Wache schieben lassen. Ich bin Western zu Westland bekommen, nicht als Türsteherin. Du sollst durch die Hintertür rein, Pappnase. Es gibt eine Hintertür? Natürlich, die ist garantiert unbewacht. Das ist hier schließlich keine Bank. Ist so durch die Hintertür. Na, Sergio, hätten wir uns das alles sparen können. Ja. Ah, du, Liu, bist, da bist du ja. Signore Detektivo, bist du bereit für unseren Kampf, mein Freund? Dudi, wer ist das? Bitte, Senor, ich weiß wirklich nicht, wer dieser Dudi ist. Mein Name ist El Dulio. Das hier ist mein bester Freund und Tag-Team-Partner Senor Detektivo. Habe die Ehre, Senor Detective. Dein Bester, du hast einen anderen Partner? Partner? Ja, und bester Freund. Heute Abend kämpfen wir gegen den Overgiver und seinen Dämon im Namen unserer Freundschaft, der Urfreundschaft, wenn du so willst. Der Freundschaft, an der alle anderen Freundschaften gemessen werden. Dann für minderwertig befunden werden. Aber genug von unserer Freundschaft. Du arbeitest immer noch an einem Fall, nicht wahr, mein neuer Freund? Ja, ich muss herausfinden, wer der Overgiver ist. Vielleicht gibt es in diesem Schließfächern einen Anhaltspunkt. Ja. Das sind fast nur Socken und Unterhosen. Es ist die Standardkleidung von Wrestlern. Ich beneide eure Wäscherei nicht. Schließfach 1. Schließfach ist von Jeff Squeers. Ich muss den echten Namen des Overgivers herausfinden, um zu wissen, welches sein Schließfach ist. Hier muss irgendwo eine Art Büro sein. Okay. Ein Wasserspender. Ein leerer Wasserspender. Ich habe das Wasser rausgekippt, um meine Gegner zu dehydrieren.
Ein waschechter Bösewicht. Dieser Ort erinnert mich daran, wie ich in der Darkseid nach dir gesucht habe. Ich war noch nie auf der dunklen Seite. Ich bin einer von den Guten. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Bitte keinen Rückblick. Vielleicht trägt er sogar noch seine Uniform. Er zeigt gerne, dass er Polizist ist. Für den Fall, dass die Leute noch nach jemandem Bestechlichen suchen. Da muss ich kurz nachdenken. Mist, ich muss ihm helfen. Vielleicht geben sie mir einfach ihre Visitenkarte und ich melde mich bei ihnen. Natürlich, danke. Alte Zeiten. Errungenschaft. Ein Heimtrainer. Es ist wichtig, die Beine nicht zu vernachlässigen. Es geht nichts über Schweißtreiben des Training vor einem Kampf. Du gehst verschwitzt in den Kampf. Natürlich, das verschafft mir einen Vorteil. Meine Gegner wollen mich nicht anfassen und von meinem Gestank eingehüllt werden. Manchmal bin ich so glitschig vor Schweiß, dass ich ihnen durch die Arme gleite. Das klingt sehr unangenehm. Was meine Gegner denken, kümmert mich nicht. Und das Publikum sieht nicht, was ich für ein Ferkel bin. Solange ich sauber aussehe, muss ich mich nicht waschen. Ich hoffe, dass ich nie gegen dich im Ring steigen muss. Stimmst du, Bruder? Ich stimme, Bruder. Stimmst du, Bruder? Bruder, ich stimme. Aber stimmst du überhaupt? Bruder, ich stimme. Und du, Bruder? Bruder, ich stimme, Bruder, ich stimme. Bruder, stimmst du, Bruder? Stimmst du? Klar, Bruder, ich stimme, Bruder. Du glaubst gar nicht, wie ich stimme. Bruder, 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 Bruder. Ah ja, eine Brechstange. Sieht nützlich aus. Ist auch nützlich, und zwar für mich. Finger weg. Ich muss den Kerl ablenken, wenn ich die Brechstange will. Dann geh ihn bitte in die Dusche ab. Er ist eine Gefahr für unsere Umwelt. Es gibt nichts über schweißtreibendes Training vor einem Kampf. Du gehst verschwitzt in den Kampf? Okay, das hatten wir schon. Ah, ja. Die Dusche. Komm, lass mal die Seife fallen. Ein Halter für Handtücher. Nur eine Dusche für alle diese Männer. Wir haben ein strenges Rotationssystem. Wenn man sein Zeitfenster verpasst, macht man sich eine Menge Feinde. Ich glaube, der Schweiß der Wrestler hat ihn zum Rosten gebracht. Ah ja. Oha. Wen haben wir denn da? El Gubio und einen unwichtigen Lakaien. Hey. Bereit für deine Abreibung? Nein, ich würde das gerne anders regeln. Vielleicht kann ich dir eine Entschuldigungskarte schreiben. Die einzige Karte, die mich interessiert, ist die, auf der steht, wann unser Kampf stattfindet. Und das ist bald. Mein Dämon wird dich so platt machen, dass du nur noch eine Dimension kennst. Wir müssen herausfinden, woher dieser Dämon gekommen ist. In diesen Schließfächern muss es einen Auf- und Anhaltspunkt geben, aber welcher ist der richtige? Hier muss es irgendwo Aufzeichnungen geben. Ah ja. Ein weiträumiges Backstage-Bereich. Was gibt's? Warum bist du so wütend auf ihn? Es hat nichts mit Eldudio zu tun. Ich habe es einfach nur satt zu verlieren. Seit einer Ewigkeit trainiere ich, buchstäblich seit Wochen. Ich sollte eigentlich schon Champion sein. Es hätte mein Kampf sein sollen. Aber wollte ihn mir stehlen. Wenn sich hier niemand an die Regeln hält, dann muss ich das auch nicht. Hahaha.
Moment mal, bist du nicht der Junge aus dem Kino? Ich habe möglicherweise mal im Kino gearbeitet, in einem anderen Leben unter Umständen. Ja, du bist das. Was war das noch gleich für eine Sekte, in der du warst? Irgendwas mit Gräueln? Bruderschaft des Endes der Welt war keine Sekte, das war eine alternative Religion. Es waren keine Gräuel, sondern Gruel. Gruel der Endzeit noch. Ach ja, richtig. Wie ist die Sache ausgegangen? Ist es euch gelungen, das Ende der Welt herbeizuführen? Ich habe dieses Leben hinter mir gelassen. Warum? Es war einfach nichts für mich. Aus dem gleichen Grund bin ich bei den Freimaurern ausgestiegen. Ursprünglich bin ich ins Okkulte getaucht, um Mädchen kennenzulernen. Stehst du aber in diesen alten Männerclubs gibt es nichts als alte Männer. Wie war nochmal dein Name? Ich bin der Overgiver. Das ist der einzige Name, den du kennen musst. Verdammt! Ich brauche diese Information, um sein Schließfach zu finden. Darin muss es einen Hinweis zu diesem Dämon geben. Ihr müsst irgendwo Aufzeichnungen darüber geben, wem welches Schließfach gehört. War das gerade? Oh, ich habe vergessen, dass ich noch mit dir spreche. Irgendwann irgendwas über Körper werfen. Es ist kein Basketball. Was? Keine Verabschiedung? Nein, du versuchst, meinen Freund zu töten. Wir sind eher Bekannte. Ah ja, Hinterstübchen. Ein Commissioner, ein Computer, ein Poster und ein Trophäe. Drauf steht der gleiche Text wie auf der Anzeigetafel bei Ring. Natürlich, ich programmiere das schließlich genauso wie mich hier um alles andere kümmere. Ist das etwa, ja, ein Bild aus meiner ruhmreichen Zeit? Wir nannten mich den Commissioner. Ich hielt den Gürtel für den besten administrativen Angreifer im Mittelpapiergewicht. Aha. Wofür sind all diese Kreise? 16743 7423. Das ist irgendein Code, den wir später noch brauchen. Abgeschlossen. Entschuldigung, kann ich den Schlüssel haben? Ein Polizist. Sehen für mich eher wie eine Rock'n'Roll-Legende aus. Na gut, er ist Polizist. Mag sein, aber es spielt keine Rolle. Ich habe den Schlüssel nicht mehr. Wir haben ihn letzten Monat bei einem Schlüsselkampf verloren. Ich muss den Schrank demnächst mit Gewalt aufbrechen. Papiere. Flugblätter für die heutige Veranstaltung. Sie scheinen vergessen zu haben, sie zu verteilen. Ist also der Gürtel, um den wir alle kämpfen? Gefällt dir, Junge? Nimm ihn ruhig, ich habe jede Menge davon im Lager. Julio blickt nicht gerne hinter die Kulissen. Sobald die Illusion zerstört ist, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Okay, wir haben einen Gürtel. Ja. Können wir uns das mal eben notieren? Es wird später noch relevant. Will ich hier nicht hin und her rennen. 16 7 27 und 3. Sechzehn, sieben, 27, 3. Hey Commissioner, ist klar? Würden Sie mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Was? Wer bist du überhaupt? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, Junge? Gib mir 5 Minuten. Ich muss nur eben die Anzeigetafel aktualisieren. Das muss man hier selber machen. Okay.
Trashy-Pound. Ich kann jetzt nicht reden, Kumpel. Ich habe später einen Kampf und muss mich konzentrieren. Oha. Ich habe mal gesehen, wie ein Mann mit diesem Müllton trainiert hat. Er war riesig, der größte Mann, den ich je gesehen habe. Mit großen, fast mechanischen Armen. Als die Mülltonnen über seinen Kopf gehoben, gebrüllt und hinten hat gegessen. Man nannte ihn die Müllabfuhr. Er kommt jeden zweiten Dienstag. Verdammt, wo bleibst du, Batsch? Alles in Ordnung? Was? Oh ja, ich warte nur auf jemanden, der mich abholen soll. Mein Kampf war ganz am Anfang. Ich bleibe danach nie lange. Oh, du hast hier gekämpft? Klar, aber ohne Kostüm. Erkennst du mich natürlich nicht. Wirklich? Ja, ja, ich kämpfe unter dem Namen die Entsetzliche. Eine Art Yeti-Kostüm. Eine sehr haarige Angelegenheit. Okay. Hier gibt es jede Menge Seile. Sie werden es sicher nicht vermissen. Ein Ringseil. Finger weg. Dieser Gürtel wird repariert, nachdem Batesmasher damit das Gesicht von Smashface zertrümmert hat. In der ganz großen Moment des modernen Westings. Vorsicht, dann sammle ich Fett. Falls dem nächsten Moment was ich kaputt macht, verteile ich es überall und sehe zu, diese Westler ausrutschen, in irgendwelche Gegenstände krachen und wir was zu reparieren haben. Ja. Eine Reihe von Stühlen. Sie sehen so friedlich aus, wenn sie schlafen. Ich mag es, Löcher zu bohren. Ich brauche keinen Grund dafür. Ich bohre Löcher um des Löcherbohrens willen. Aha, gut, wenn man ein Hobby hat, den man während der Arbeit ausüben kann. Werkzeugkasten, darin bewahrt man Werkzeug auf. Bestens sortiert. Sieh mal nach draußen. Scheint die Sonne? Nein. Ist es ein warmer Sommertag? Nein. Genehmigen Sie meine Liebsten ein Bier unter freiem Himmel und hören Musik, während die Kinder vergnügt herumtollen? Ich glaube nicht. Dann würdest du wohl kaum Grillsaison sein. Dann nimm deine schmutzigen Griffe von meinem Grillgas für Pfosten. Und den Vollpfosten hat diese Mülltonne einen anderen Vollpfosten über den Kopf gezogen. Das Ding ist hinüber, Vollpfosten. Na, 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 Alfie. Wenn die nicht dieses ganze Sachen kaputt machen würden, was sollten wir dann hier reparieren? Unseren Draht zur Jugend von heute? Haha. Oh, Scherzkeks. Oh je, sowas kann bestimmt böse enden. Es ist keine echte Mülltonne, sondern ein Requisite. Oder ein Pinsel. Man zieht sich schließlich nicht gegenseitig echte Mülltonnen über den Schädel, oder? Man kann damit aber auch auf Dinge einprügeln. Irgendwie. Nicht nur auf andere Leute. Jedenfalls ist sie jetzt repariert. Also seid so gut und bringt sie zurück, damit jemand anderes sie kaputt schlagen kann. Okay, wir haben eine Mülltonne bekommen. Das ist unser Kalender mit saisonaler gekleideten Damen. Das haben wir eigentlich schon alles. Dann wieder hier raus. Das haben wir doch eigentlich alles. Okay, den Werkzeugkasten können wir nicht mitnehmen.
Ja. Soll ich den Text überlesen? Vergessen zu lesen. Ja. Sind wir auf dem Dach. Der Mond. Der Mond ist ein großer Fan. Kommt fast immer zum EWW. Ist auch physikalisch sehr groß. Ein Schornsteinrohr aus rostfreiem Stahl. Womit gehört er zum Heizungssystem? Und hier oben kann man den Ring sehen. Dudi, das scheint ein Käfig runter zu hängen. Wenn du mir bei dieser Ermittlung helfen willst, musst du mich bei meinem richtigen Namen nennen. Siehst du diesen Käfig, El Julio? Der könnte nützlich sein. Gracias. Der ist für die Kämpfe im Riesenkäfig, die ab und zu stattfinden. Das sind ziemliche Spektakel. Interessant. Julio, der könnte nützlich sein. Okay, das hatten wir schon. Dann können wir auch hier gerade nichts weiter anklicken. Okay, ich würde gerade mal sagen, eine ganz kurze Pause, nicht wieder eine Viertelstunde, aber ganz kurz, ich brauche mal ein Minütchen oder zwei. Bis gleich.
So. Na dann. Da können wir auch nichts erreichen momentan. Haben mit ihm schon geredet. Zerquetschen, zerquetschen. Okay. Jetzt haben wir mit dem Dämon gesprochen. Interessant. Hat es nicht viel gebracht. Hinterstübchen. Hier haben wir schon alles. Kommt dem nochmal. Okay, du musst die Anzeigetafel aktualisieren. Tja, hier waren wir schon drin. Den Gürtel können wir nicht mitnehmen, aber wir haben ja einen. Mit den Kameramännern reden. Näher ran, Marv, näher ran. Alles schön in der Aufnahme und nichts wackeln. Verdammt, Marv, zu nah ran. Zu nah, zurück, zurück. Ach, das ist Marv. Wir kennen ihn aus einem vorigen Kapitel-Stream. Noch irgendeine Botschaft an die Zuschauer. Sobald ich meinen ersten Kampf gegen Arundo und Detektivo gewinne, werde ich hier alle Kämpfe gewinnen. Dann knöpfe ich mir den Bürgermeister vor. Bald wrestle ich mir meinen Weg ins Weiße Haus. Die Fassung sollte dem nicht im Wege stehen. Viel Glück, junger Mann. Und kein junger Mann. Nur Verzeihung, viel Glück, alte Frau. Pah. Okay. Brauchst du vielleicht. Ey, was ist das für ein Gürtel? Der EWW Champion Gürtel. Wenn wir tauschen, ich hätte dieses Getränk hier anzubieten. Champions Gürtel gegen einen halb ausgetrunkenen Becher? Tja, so lautet mein Angebot. Tja, warum nicht? Danke. Und Klebelimbo. Und Kleisterlimbo. Können wir damit irgendwas festkleistern? In die Mülltonne werfen, das Regelverstoß. Können wir hier den Mülleimer loswerden? Dann wollen wir mal. Ja, das ist das Ding. Ich fühle sowohl Scham als auch Euphorie. Die Scham wird wohl von Mal zu Mal weniger und irgendwann bleibt nur noch die Euphorie. Oh, ich habe nicht vor, das zu wiederholen. Sieh, das haben wir am Anfang alle gesagt. Hier, nimm dieses Souvenir als Erinnerung. Dein erstes Mal. Spiegelscherbe. Okay, können wir damit irgendwas durchschneiden? Wenn Dämon damit verletzen wird, wohl nichts. Tja, sehe ich gerade nicht. Nimmt der Stübchen nichts. Der Idee gefällig. Tja. Was soll schon passieren? Ups. Oh Mann, du hast mich mit Gloop, dem offiziellen Sponsor der EWWB, besucht. Sonst
Sollen die Zuschauer mich etwa für einen Schmutzfinken halten? Verzeihung, wie ungeschickt von mir. Die Anführungszeichen machen mich ganz schön misstrauisch. Ich wasche mir das Zeug lieber schnell ab. Ah, und jetzt können wir uns die Brechstange besorgen. Natürlich gehört er zu der Sorte von Menschen, die Handtellen auf dem Boden liegen lassen. Hat sie Brechstange mitgenommen? Wie das? Okay, er ist unter der Dusche. Die nehme ich lieber mit, solange er nicht er sich wäscht. Die anderen Sachen können wir nicht mitnehmen. Und die Klamotten klauen. Okay, jetzt können wir mit der Brechstange bestimmt Spinte aufbrechen. Okay, wir müssen nur den Verrichtigen finden. Okay, was bringt das uns jetzt? Tja, können wir ihn bedrohen, bis uns den Namen sagt. Können wir nicht. Ich würde damit was anderes aufbrechen. Zum Beispiel die hier. Die Aktenschränke. Oh, und schon ist der offen. Oh, Namen. Wie hieß unser Moji Woddy Papa? Too much, oh man. Overgiver, ja, was doch mal. Dwayne Fistbender. Der Aufgabe Dwayne Fistbender. Das hätte ich dir auch sagen können, Junge. Du hättest mich nur fragen müssen. Damit sollte ich seinen Schließfach ausfindig machen können. Dwayne Fistbender. Was? Ist das dein Mungo? Dein Besitz ist Diebstahl. Außerdem ist er ein freier Mann, also ist Besitz in diesem Fall auch Sklaverei. Aha. Ich wollte eigentlich fragen, ob du eine Lizenz für ihn hast, aber jetzt wäre es mir unangenehm. Tut mir leid, dass du es unangenehm findest, mir mit deinen Vorurteilen konfrontiert zu werden. Ein Mungo? Boah, Kumpel, ich würde mich nicht mit ihm anlegen. Er ist ein Mungo. Ein wütender Mungo. Warum ist er so wütend? Ich füttere ihn kaum und Pisak ihn zu verkämpfen. Wirklich? Das ist ja nun furchtbar. Beruhig dich, das war nur ein Witz. Er hasst das Showgeschäft. In seiner Heimat war er ein Arzt. Hier wird sein Doktortitel nicht anerkannt und er hat eine Familie zu ernähren. Also. Ach. Okay. Streiche in einer netten Eigenschaft. Jack René. Können wir nochmal gucken, wie der Name war? Dwayne Fistbender. Okay. Was wohl sein Ringname ist. Was wirklich ist, ist ganz offensichtlich meins. Zumindest soweit man Dinge besitzen kann. Also als Schließfächer gehören dem Staat. Gibt's einen Dwayne? Ja, das ist er. Mal sehen. Bist du dir sicher, dass wir seine Sachen durchführen sollten? Er hat ein Buch namens Westl Medium, wie man buchstäblich die Hölle herausbeschwört. Ich glaube, wir haben unseren Mann.
Das kannst du nicht wissen. Es gibt einen Abschnitt darüber, wie man seinen Dämon nach dem Kampf wieder zurückschickt. Mal sehen. Du musst den Dämon mit den Runen hier einkreisen und dann in Menschenmenge seinen Namen rufen lassen. Da stehen noch mehr Informationen über den Zauber, aber ich kann sie nicht entziffern. Ich brauche etwas, was mir dabei hilft. In der Zwischenzeit muss ich etwas finden, was den Dämonen einschließen kann, wenn er im Ring ist. Etwas, worauf ich Anti-Dämon-Runen malen kann. Es klingt, als wärst du der Verrückte, der Junior überlegt, das beim Commissioner zu melden. Er weiß alles über die Welt des Wrestlings, auch wie man mit Locopolita umspringt, wie die umspringt. Wälzer. Es ist nichts Nützliches mehr drin. Nur diverse Runen, Rudepuppen und ein Beutel Zähne. Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Farbe. Dann können wir dann Runen malen. Wenn ich in der ersten Staffel irgendwas gelernt habe, dann das sehr nützlich sein kann, Farbe dabei zu haben. Vergiss es, ich brauche das Zeug für mein Manifest. Was? Ich kämpfe um den Leuten die Augen zu öffnen. Wrestling ist für mich nur eine Plattform, um meine Botschaft zu verbreiten. Beim Suplex sind alle Augen auf mich gerichtet und können die Botschaften lesen. Meine Botschaft. Das Manifest mit 13 Punkten, das auf meinen Rücken gemalt ist, wird junge Leute sehen und aufwachen. Aber ich kann nicht sehen, ob es überhaupt lesbar ist. Sieht gut aus, würde ich sagen. Pff, die Polizei ist doch nur der verlängerte Arm der korrupten Regierung. Ich traue nur meinen eigenen Augen. Hier ist doch sicher irgendwo ein Spiegel. Es ist schließlich ein Umkleideraum. Ja, und zwar einer, in dem Zensur herrscht. Ja. Können wir mit ihm mal reden? Kann es nicht reden? Okay. Ja gut, wir müssen irgendwie Hunde auf das Ringseil drauf mal bringen. Auch wenn es ein Regelverstoß ist. Okay. Irgendein Monster hat den Spiegel auf die Toilette zerbrochen. Frage mich, wer so etwas tut. Verdammt Vollpfosten, Ted. Es dürfte uns für eine Weile beschäftigen. Sehen wir uns das mal an, Alfie. Super, jetzt kann ich einfach nehmen, was ich brauche. Du kennst dich zwar nicht besonders gut, Senior, aber einen guten Grillfeier kann er nicht widerstehen. Er kann nicht einmal einer mittelmäßig widerstehen. Wer von dir erwartet, ist dabei. Okay. Die Damen sind wirklich sehr respektvoll gekleidet. Okay, nun. Vielleicht können wir den Heimtrainer auseinanderbauen. Okay, Sattel ist da. Sollen wir etwas anderes darauf montieren, falls sich jemand energisch darauf schwingt? Nein, das ist schon in Ordnung. Okay. Haben wir irgendwas, womit wir
Haben wir irgendein Fahrrad ohne Sattel, was wir hier benutzen können? Definitiv nicht. Hier auch nicht. Das ist mit so einer Kugel, hat er gerade gesagt. Umher. Und oh, wozu zum Fick haben wir einen Fahrradsattel? Ja. Ja. Es ist immer seltsam, hinter den Kulissen zu blicken und das vergrößerte Gesicht zu starren, dass man das mein Schicksal beschreibt. Wie war das, Jungs? Schon gut. Oh je. Ich stecke hier wirklich fest. Ich weiß nicht, wie ich denn die Farbe bekommen kann. Okay, können wir es vielleicht wieder zusammenstecken? Ich habe keine Idee. Komplett gesund. Ja. Mir fällt nichts mehr ein, was wir mit dem ganzen Schrott hier machen sollen. Ja.
Was machen wir nun? Der wo nichts Nützliches. Tja. Ja. Sommer ihn hier, der duscht. Duscht erschreckend lang. Ja. Wir haben einen Helmtrainersitzel, ein Wälzer, ein Spiegelscherbe, ein Ringseil und eine 3D-Brille. Was könnte man damit tun? Ja, sag mir, was ich hier machen soll. Das bringt uns nicht weiter. Ich frage, kann man nicht lang, kann man den irgendwie ablenken? Den Django, den Mango. Tja. Einfalls los. Durch die Nacht. Lage kommen wir auch nicht weiter. Da oben. Das bringt doch alles nichts. Was tun wir? Ich komme vor allem an die Farbe von dem hier, damit wir, wenn wir wissen, was wir zu tun haben, die Bänder einzufärben. Aber wie kommen wir? Das notwendige Zeug dafür an. Okay, komplett so eine Lösung sagt was ganz Seltsames, was Merkwürdiges. Okay. Ich habe schon gespoilert, habe ich vorgegriffen. Ja. Da haben wir die Kiste schon geklaut.
ist ja blöd, wenn ich hier, die ganze Zeit nur rumlaufe und keine Ahnung habe. Und kurz vorm Einpennen bin, weil ich auch müde bin von der Woche. Okay, laut Komplettlösung sollte jetzt hier an dieser Stelle ein NPC stehen. Warum der da nicht steht, weiß auch nicht. Es nervt wahrscheinlich, aber ich guck mir gerade einen Workflow an. Sekunde, ich schicke euch nicht in den Pausenraum, aber ich über mal kurz. Oder mache ich doch, das schneide ich dann aus dem Video die raus, dann hier im Stream ist es sowieso gerade auch langweilig. Kurze Pause, um mal zu gucken, was das hier überhaupt soll. Ob ich hier verbuggt mich habe oder was hier los ist. Ja, die Rätsel sind immer so einfach, wenn man die Lösung kennt, ist dann gar kein Ding mehr. Hier, eine Spiegelscherbe, ja genau, damit er sein Tattoo von hinten sehen kann. Siehst du, es ist perfekt lesbar. Tatsächlich, ich dachte schon, ich hätte vielleicht alles falsch herumgeschrieben, aber im Spiegel kann ich es problemlos lesen. Das heißt, ich bin bereit, in den Ring zu steigen. Trottel. Spiegel kann das perfekt. Okay. Jetzt gehört sie mir. Okay, wir haben die Körperfarbe. Das ist jetzt so die richtige Farbe, um das dann. Hey, komm schon, ich habe den Käfig gesehen, der hier ab und zu verwendet wird. Wie bringt man den zum Einsatz? Willst du einen Käfigkampf veranstalten, Junge? Ja, warum nicht? Wir könnten doch aus dem Kampf von El Dudio und Senor Detectivo gegen den Overgiver und seinen Dämon einen Käfigkampf machen. Wie bitte? Ein Dämon? Ich habe keinen Wrestler mit einem Dämon-Gimmick engagiert. Jemand hat etwas Neues ausprobiert. Die Zuschauer lieben es. Also wäre es doch ein toller Kampf. Interessant. Wir könnten einen guten Bösewicht gebrauchen. Ich würde mir diesen Dämon gern ansehen, Junge. Vielleicht biete ich ihm tatsächlich einen Käfigkampf an. Interessiert niemanden, was El Dudio davon hält.
Aber ich ersticke hier in Papierkram. Ich muss auch schon wieder Fanartikel stempeln. Diese faulen Bastler unterschreiben nicht mal ihre eigenen Kram. Ich hatte ich das schon erledigt. Die Kiste mit den Feinartikeln ist irgendwann irgendwie verschwunden. Der Dämon ist sehr groß. Wenn du so erpicht darauf bist, dass ich hier rauskomme und mir den Dämon ansehe, kannst du mir vielleicht helfen. Du wirst nicht erpicht, ganz im Gegenteil. Finde die Feinartikel, die ich unterschrieben habe. Sie waren bis vor kurzem noch hier und können nicht einfach verschwunden sein. Das ist eine Riesenkiste. Andernfalls muss ich von vorn mit der Arbeit beginnen, aber wenn du sie findest, sehe ich mir an, den Dämon einen Käfigkampf gegen El Dudio verdient. So groß. Hier haben wir doch, und hier steht ja genau der. Das ist die Kiste, die wir brauchen. Was ist das? Das hier. Darin bewahre ich mein Wrestling-Outfit auf. Sonst nichts. Wie auch immer, meine Mitfahrgelegenheit ist da. Zeit, das Zeug nach Hause zu bringen und zu verhökern. Zu waschen. Moment mal, das ist nicht dein Outfit. Das sind die verschwundenen Fanartikel. Er ist uns auf die Stiche bekommen. Schnell, Batsch. Nichts wie weg hier. Batsch. Oh Mann, ein Bulle. Das ist kein Bulle, das ist ein Wrestler. Das sind Wrestler, die vorgeben, Bullen Polizisten zu sein. Und tatsächlich ein echter Polizist. Mein Freund hier ist auch, aber er tut so, als würde er nur so tun, Polizist zu sein. Das ist nicht wahr. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich wollte das nicht tun. Ich brauchte die Kohle, um das Motorrad zu reparieren. Aber Fabian hat gesagt, Wrestling-Fans lieben Fanartikel. Also, Batsch, fahr einfach. Ich kann nicht. Ich habe viel zu viel Angst. Das Gesicht ist zu hübsch für den Knast. Tut mir leid, die Schmänner. Sie. Das ist das Problem mit dem Motorrad. Der Sattel ist verloren gegangen. Wer weiß, welche furchtbaren Dinge Z mit mir anstellt, wenn ich ihm sein Motorrad in diesem Zustand zurückbringe. Was, wenn ich das in Ordnung bringen könnte, wären dann alle Probleme gelöst? Ja, wir leben in Zeiten massiver wirtschaftlicher Ungleichheit, von ungerechter Lebensmittelverteilung und drohender Klimakatastrophe. Ganz zu schweigen. Es wäre also nicht alle Probleme gelöst, aber zumindest meine unmittelbaren Probleme ja. Okay, zum Glück haben wir einen Sattel dafür. Hier bitte, kein Grund mehr, diese absurd große Kiste Fanartikel mit gefälschten Unterschriften zu stehlen. Das ist perfekt. Das ist ein Fahrradsattel. Der ist ganz und gar nicht perfekt. Ich bin in den Tod verliebt. Dauern Sie ab, dann können wir die Kiste nehmen. Okay, bringen wir das zurück zum Commissioner. Okay, können wir einfach tragen. Hier ist die Kiste mit den vermissten Fanartikeln. Hervorragend. Jetzt kann ich sie zum Verkaufsstand bringen und mir diesen Dämon ansehen, um zu entscheiden, ob das wert ist, mit Dudio in einen Kampf gesperrt zu werden. Wie gesagt, dieser Dämon ist sehr groß. Er ist weit außerhalb von Dudios Gewichtsklasse. Und los gehen wir. Ja, weit außerhalb der Dudios. Ja. Das ist also der Typ. Junge. Er hat Charisma, aber die Zuschauer scheint es kalt zu lassen. Okay. Und was nun? Vielleicht machen wir das, was ich schon lange versucht habe. Selbst bei Dick Bigmans Sportclubs mit Dick Bigman will ich nicht Dick Bigmans einen Clip zu Dips zu euren Kämpfen befragt. Wollt ihr den Fans irgendwas sagen? Den Fans. Männer.
Julie möchte, leider ist unsere Zeit auch schon wieder rum. Wir sind hier schließlich nicht bei Dick Wildmans Lebensgeschichte. Tja. Hier kommen wir nicht weiter. Tja. Sollte es lieber an etwas stärker befestigen als an nichts. Aha. Es wird nicht halten, freundlicher Detektiv. Es ist billiges Material, das nur Rauch aus Gebäuden leiten kann. Es ist schwach, nicht so stark wie Aldunio. Wie willst du mich runterlässt? Was? Warum sollte ich das tun? Ich muss zum Käfig, um ihn aufzumalen, um anzumalen, den Dämon zu bezwingen. Dein Plan leuchtet. Plan leuchtet Eldurio nicht ein. Aber dieser Dämon ist sehr groß und Eldurio ist froh über jede Hilfe, die er kriegen kann. Aha. Nicht das Gesicht. Also gut, ich gehe runter. Warum mache ich das eigentlich? Sag mir bitte, dass du die Farbe hast. Du hast sie doch dabei, oder? Ja, habe ich. Gut. Beeil dich. Es wird nicht lange dauern. Ich habe nicht von der Farbe beim Trocknen zuzusehen. Die gibt keine Runen. So Runen scheint zu funktionieren. Du musst den Commissioner und dann die Zuschauer dazu bringen, den Namen des. Gut, du bist fertig. Kommst du jetzt bitte zurück nach oben? Okay. Und was hat uns das jetzt gemacht? Jetzt haben wir den Käfig angemalt. Siehst du, Commissioner, das passiert, wenn ich nicht gut gewinnen darf. Pff, das ist ja wohl nicht meine Schuld, Junge. Ich bin kein Junge, ich bin 19. Ich habe den einen Job und jetzt habe ich mich verlesen und mein Leben lang einen Stundenkredit abzuzahlen, genau wie jeder andere hier. Ich will mit Respekt behandelt werden. Das verstehe ich, mein Junge. So. Oh, okay. Ui, Alfie, der Spiegel wurde ganz schön zugerichtet, irgendwas. Solche Vollpfostenheit. Verliere die Aufmerksamkeit zur Kapitel.
bin gerade ein bisschen von der Existenz. Der. Unter Kontrolle. Giraffen. So, wie machen wir es jetzt runter hier? Oh, tut mir leid, normalerweise funktioniert das vielleicht, oder ich langsam ein Biss. Jo, wie. Aha. Flugblätter für die heutige Veranstaltung. Ich bin so durch, dass ich das hier nichts mehr rale heute. Ich würde das Spiel gerne noch die Episode noch zu Ende spielen. Ach Leute. Ja, es ist. Sorry. Ist heute. Ich bin heute nicht mehr zu retten. Wir sind schon kurz vorm Finale hier. Und inzwischen per Komplettlösung. Für die ich selbst zu müde bin, das zu kapieren. nicht meine Glanzleistung. Ja, Sekunde. Wollen wir mal einen kleinen Bach machen? Werfen wir mal ein bisschen Kelzwasser ins Gesicht hier. Mal ein bisschen Story für heute, das hier. Das ist. Thank you.
Ja. Was haben wir denn noch nicht gemacht? Wir haben hier einen Wälzer. Kann ich mal angucken. Ein Buch namens WrestleMania. Das erklärt, wie der Dämon beschworen wurde und wie man wieder los wird. Wenn Runen einkreisen, die Menschenmenge, dann den Namen zu rufen. Wir haben allerdings nicht die Ziffern. Ich brauche etwas, was mir dabei hilft. Die 3D-Brille vielleicht. Mal sehen. Okay. Ja, okay. Das Rätsel zur Lösung. Sieht aus, als könnte ich hiermit versteckte Botschaften sehen. Bupo. Der Dämon heißt Bupo. Gruselig. Können wir das hier eingeben? Darauf steht der gleiche Text wie auf der Anzeigetafel im Ring. Können wir da mal Bupo reinschreiben in den. Das ist also der Typ Junge, der hat Charisma. Zuschauer scheint das kalt zu lassen. Okay. Wir müssen das jetzt irgendwie auf die Anzeige schreiben, dass das hier. Regelverstoß, der Scheiß mal darauf jetzt. Aha. Okay, wie kriegen wir es jetzt? Wie kriegen wir das? Kriegen wir den Blödsinn jetzt auf die Tafel? Also er ist ja jetzt schon da drüben. Was machen wir? Mit der Lösung nahe wie nix. Müssen jetzt irgendwie den Namen und auf die Schaltfläche auf die Tafel und dort bringen. Ich muss dafür sorgen, dass die Zuschauer diesen Typen von ganzem Herzen hassen. Um die Commissioner zu überzeugen, Zeit ein bisschen aufzusetzen. Hey, jemand, die Frau dort sagt, du hast schöne Augen. Grrr. Undankbar, nimm das Kompliment zurück. Singen uns die Nationalhymne. Der Text war richtig, aber er hat die Töne nicht getroffen. Ja. Es hat mir nicht gefallen. Ich werde ihn entsprechend beurteilen. Müsst du dich mit dem Rund dieses Mannes dort fotografieren lassen? Ach bitte, ich habe ihn Bulldog genannt, weil er so ein großer Fan dieses Sports ist und von Traktoren. Wir diskutieren ständig darüber. Schnapp! Hör auf, mein Hundchen einzuschüchtern. Buh. High-Five für Jesus. Hey, das war kein Jesus-High-Five. Was für ein Probejahr. Wer ist mit ein wenig erfrischender Blub? Spuck. Oh Mann, ich habe mir vorhin das Spucke aus den Haaren gewaschen. Du sponsert die EWWW. Wenn er Blub hasst, hasst er auch die EWWW.
Und wenn er die EWBB hasst, lassen wir ihn. Lass mal nun daraus. Was fällt dir ein, so mit mich zu reden? Ich fühle eine starke Ablehnung gegen diesen Akteur. Du, was denken die, dieser Kerl, wer er ist? Pöbel, pöbel, pöbel. Sie hassen ihn, du hast recht. Nur damit lässt sich ein hübsches Sümmchen für verdienen. Der Käfigkampf findet statt. El Dudio hat plötzlich einen Kampf. Genau in der Ma ein Krampf, genau in der Magengrube. Er kann heute vielleicht nicht zur Schule gehen. Runter mit dem Käfig. Oh nein. Und nun, das ist es, meine Damen und Herren, der Hauptkampf des Abends, der Overgiver und sein riesiger Dämon gegen El Dudio und Signor Detectivo. Der Kampf, der Käfig ist unten. Lenkt diese Typen ab, während ich das Publikum zum Schreien bringe. Denke über meinen Rücktritt nach. Das ist doch vor dem Kampf noch möglich. Sieh. Und da tönt auch schon die Ringglocke. Zeit zum Kämpfen, mein Freund. Ich hasse das Gesicht dieser kleinen Flasche. Ich hasse auch die Polizei. Ich weiß gar nicht, wen ich sein soll. Okay, wie bringen wir jetzt das Publikum zum Schreien? Wir müssen den Namen von ihm sagen. Das müssen wir noch hinkriegen. Vielleicht geht's ja jetzt. Hier wird die Anzeige programmiert. Ich muss dafür sorgen, dass das richtig angezeigt wird. Braucht wohl das Passwort des Commissioners. Ach du Scheiße. So ein Zufall. Das passt. Ich bin drin. Genau, ich muss nur den Namen des Dämons eingeben, damit das Publikum ihn lauthals ruft und ihn so verbannt. Okay. Bupo müssen wir da jetzt hinschreiben. Okay, Buch steht hier schon mal. Warum so kompliziert? Das ist es jetzt. Nichts wie zurück zum Ring. Detektivo ist am Boden und der Riese hat Dugio in dem Todesgriff. Bei den beiden scheinen langsam das Licht auszugehen. Bo. So, die Zuschauer sind inzwischen auf der Seite des Bösewicht, der Bösewichter. Was? Nein! Den Göttern sei Dank. Sieht aus, als wäre der neue Freund des Overgivers genauso schnell verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Julio hat ihn am Boden. Moment mal. Die Ringrichterin hat gesagt, dass 2 gegen 1 Kämpfe unfair sind. Stimmt, das habe ich gesagt. Ha. Ich gebe auf. Ihr seid also nur noch zu zweit. Oh. Es ist dein Ende, mi amigo. 1, 2, 3. Ah, ja. Das ist unfair. Das ganze Leben ist unfair, verhaftet ihn Dudi. Entschuldige die Verspätung, Detective. Da war ein Hotdog-Stand mitten auf den Gleisen, also zumindest in Sichtweise der Gleise. Was ich damit sagen will, ich habe mir einen Hotdog geholt. Dudi? Aber wenn du Dudi bist, wer ist dann El Dudio?
Und warum würdest du mich hier treffen? Ich dachte, du würdest mir dein geheimes Leben als Westler zeigen. Was? Das wäre mir viel zu gefährlich. Und ich würde dir etwas anderes zeigen. Es gibt hier nämlich jemanden, der mir verblüffend ähnlich aussieht. Und zwar Gippin. Wir sind wie Zwillinge, Detektiv. Naja. Ich sollte sie wegen Urheberrechtsverletzung verklagen. Gippin, die große muskulöse. Komm. Tag Team Champion. Okay, Fall geschlossen. Okay. Dann spielen wir im nächsten Stream eine Klasse für sich. Den sechsten Fall. Na dann, ich hoffe beim nächsten Mal dann ein bisschen konzentrierter und nicht so neben der Spur. Am Montag vielleicht einigermaßen erholt vom Wochenende. Mit Pen Paper Stream Samstag, genau, Zwergi. Ja, vielleicht ein bisschen nach dem Sonntag, nach dem Stream für den Sonntag, vielleicht am Montag ein bisschen entspannter. Nach einem hoffentlich nicht allzu anstrengenden Montag. Gut. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen, danke für alle, die es ausgehalten haben, irgendwie. Meine Herumgeeiere heute. Ja, es ist. Ja. Ich bin. Es war. Es ist die harte Woche hat mich unkonzentriert gemacht. Gut, ich würde sagen. Ben war das Elend hier. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Glaube ich, nach oben sollte sich trotzdem irgendwie gefallen haben. Abo, Glocke, Kommentare schreiben. Bis zur nächsten Stream-Aufzeichnung, bis zum nächsten Part. Let's Play. Haut rein. Ciao.